Hallo Herr Professor Herzog. Zunächst möchte ich Sie einmal fragen, welche physiologischen Anpassungen und ethologischen Anpassungen Rotwild im Winter aufweist oder vornimmt. Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Wir haben ja bei den großen wiederkäuenden Schalenwildarten, zu denen das Rotwild gehört, einmal diese Stoffwechselreduktion. Das können wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Das ist ein physiologisch hochinteressantes Thema. Und zum anderen haben wir vom Verhalten her eine Anpassung, die im Grunde nicht alle Wiederkäuer haben. Also das Rehwild zum Beispiel macht das nicht in der Form. Das ist im Grunde die Aufsuchung oder das Aufsuchen von Winter- und Sommerlebensräumen. Vielleicht fangen wir bei dem einfach mal an. Das ist im Grunde eine uralte Geschichte. Rotwild lebt im Winter in sogenannten Winterlebensräumen. Die sind dort, wo im Grunde im Winter einfach Nahrung vorhanden ist. Und das sind traditionell, weiß man, in Mitteleuropa die großen Flusslandschaften, die großen Flussauen, die bis vor 500 oder 1000 Jahren mit großen Auwäldern bestanden waren. Und wer einen Auwald mal gesehen hat, der weiß, dass dort natürlich eine ganze Menge Pflanzenmaterial wächst, dass dort Nahrung wächst, dass dort auch die Temperaturen im Allgemeinen deutlich wärmer sind als zum Beispiel in den höheren Lagen. Und dort ziehen sich die Tiere in den Winter zurück. Das ist eigentlich die klassische Situation, die wir aber heute leider nicht mehr vorfinden, weil wir im Grunde heute, und nicht nur heute, sondern seit Hunderten von Jahren schon, die Menschen haben immer angefangen, an den Flüssen zu siedeln und entsprechend die Flusslandschaften eigentlich in Agrarlandschaften umzuwandeln, in Siedlungen umzuwandeln. Das heißt, diese Winterlebensräume gibt es eigentlich heute gar nicht mehr. Das ist das Problem. Wenn sie es noch gäbe, dann hätten die Tiere ein Problem, dahin zu kommen, weil wir natürlich das nächste Thema ist die Zerschneidung. Die Tiere, die jetzt mal wegen in ihrem Sommerlebensraum, gerade hier in Sachsen, im Erzgebirge oder in Bayern, in den Alpen und Voralpen stehen würden, oder im Bayerischen Wald, die kämen auch gar nicht mehr in die Donauauen oder in die Elbauen oder in die Isarauen runter, weil dort auf dem Weg dahin eben eine Menge Straßen gebaut wurden, auch gezäunte Straßen, wie Autobahnen gebaut wurden. Das ist das eine Teil dieser Zerschneidung. Es gibt auch ein viel größeres Problem. Das ist letztendlich die Bejagung in der Landschaft. Wir haben in Deutschland viele Bundesländer, in denen bestimmte Gebiete vom Rotwild gar nicht besiedelt werden dürfen. Sogenannte rotwildfreie Gebiete. Das ist ein bisschen ein Anachronismus, muss man sagen, denn wir sind im 21. Jahrhundert und wir legen also als Menschen immer noch fest, in diesem Gebiet dürfen bestimmte Tiere einfach nicht leben. Und wie sieht das in der Praxis aus? Die Tiere wandern im Grunde in Richtung der Tieflagen, kommen dort natürlich in Agrarflächen, wo sie eben nicht geduldet sind, oder auch in Waldgebiete, wo sie nicht geduldet sind, und dürfen dort im Rahmen von sehr, sehr liberalen Bejagungsregelungen erlegt werden, was dazu führt, dass ein Tier kaum eine Chance hat, einfach größere Strecken zu überwinden in dieser Landschaft. Das ist eigentlich das Grundproblem mit den Sommer- und Winterlebensräumen. Und wenn wir jetzt fragen, ja, wo bleiben die Tiere dann, dann müssen wir einfach ganz klar sagen, sie überwinden dann bei uns in ihren Sommerlebensräumen. Und das ist natürlich per se schon mal ein großes Problem, denn wie der Name schon sagt, Sommerlebensräume heißt, dort haben sie im Sommer Nahrung und Äsung, haben aber im Winter genau diese Äsung nicht. Und dementsprechend müsste man sie dort unterstützen. Das ist aber wiederum im Moment auch eher ungern gesehen. Winterfütterung hat verschiedene Aspekte, da können wir nochmal getrennt drauf zu eingehen nachher. Hauptproblem ist natürlich, man kostet Geld und man will das eigentlich nicht. Sodass wir also jetzt das Dilemma haben, die Tiere überwintern in einem Lebensraum, an dem sie sich ökologisch nicht angepasst haben. Und dadurch kommt es natürlich auch zu Fraßanwirkungen, gerade in Waldgebieten, an Waldbäumen. Fraßanwirkungen heißt Verbiss und Schäle. Und welche körperlichen Anpassungen passieren dann direkt im Tier? Wenn jetzt die Tiere also in diesen Lebensräumen Ruhe haben und hätten, dann würde im Grunde tatsächlich noch eine weitere Anpassung eintreten, eine physiologische. Die Tiere können nämlich ihren Stoffwechsel deutlich reduzieren. Wir können das messen, das haben Untersuchungen insbesondere an der Tierärztlichen Universität in Wien in den letzten Jahrzehnten eigentlich sehr schön gezeigt. Man kann über Messung der Herzfrequenz und über Messungen der Körpertemperatur sehr schön zeigen, dass Rothirsche sowas wie eine Art kleinen Winterschlaf machen, dass diese Tiere also ihre Körperfunktionen, kann man sagen, reduzieren. Herzfrequenz geht runter, Temperatur geht runter, die Tiere
sitzen praktisch in der Deckung, in ihren Betten, lassen sich dort einschneiden, dösen, fressen sehr wenig, sofern sie im Grunde die Möglichkeit haben, auch diese Ruhe aufzubauen. Und auf die Art und Weise könnten die Tiere auf jeden Fall auch durchaus in bestimmten Regionen überwintern, mit sehr wenig Nahrung. Komma, wenn wir dort entsprechende große Ruhezonen auch hätten. Das ist eigentlich der Punkt, mit dem das Ganze steht und fällt. Denn diese Anpassung tritt nur dann ein, wenn die Tiere zu einer gewissen Ruhe gekommen sind und kommen können. Also wenn sie wirklich in Ruhe sind, um wie viel Prozent wird so ungefähr der Energiebedarf abgesenkt? Also das kommt immer auf die Region an, aber das sind, können durchaus auch bis zu 30% und mehr sein. Also es ist schon ganz enorme Mengen. Und das Problem ist aber, in dem Moment, wo die Tiere gestört werden, fährt praktisch der Stoffwechsel wieder hoch. Das heißt, also der bleibt da nicht unten und sie sind dann irgendwie langsamer, was man sich auch vorstellen könnte, sondern sie sind dann sehr schnell voll wieder da, aber mit entsprechend hohem Energieverbrauch, der natürlich im Winter umso höher ist, weil natürlich die kalten Außentemperaturen und natürlich der Stress selber auch nochmal Energieverbrauch macht. Wenn wir unter Stress stehen, wir Menschen, ist das auch so, dann verbrauchen wir in dem Moment mehr Energie, verbrennen noch mehr Energie. Also kann gestresstes Rotwild am Ende mehr Energie im Winter verbrauchen oder benötigen als im Sommer? Definitiv, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Was wären denn typische Stressoren während der Winterzeit? Gut, ein klassischer Stressor ist natürlich die Bejagung. Das hat man im Grunde früher recht unkritisch bis in den Januar, zum Teil im Februar ausgedehnt. Selbst heute gibt es ja durchaus noch politische Stimmen, die das noch oder wieder fordern. Da muss man eigentlich ganz klar sagen, Bejagung nach dem Monat Dezember oder nach Ende Dezember ist von übel, weil das natürlich genau der Zeitraum ist, in dem dann die Tiere die Chance haben, ihren Stoffwechsel zu reduzieren. Wir empfehlen zum Beispiel als Wildbiologen eine Bejagung bei Rotwild etwa zwischen August und Dezember. Jenseits der Bejagung gibt es auch noch andere Punkte. Auch die Form der Bejagung spielt natürlich eine Rolle. Also wenn ich Drückstöberjagd mache, wo die Tiere dann wirklich mit Hunden in der Gegend rum gescheucht werden, dann ist das natürlich deutlich problematischer, als wenn man beispielsweise intelligent vielleicht nochmal einzelne Individuen entnimmt, was jetzt nicht heißt, dass ich auch dauernd zur Einzeljagd draußen sein muss. Das ist genauso störend. Neben der Bejagung ist natürlich der Tourismus oder die Freizeitnutzung der Landschaft problematisch. Wir haben im Winter natürlich die lukrativen Skiläupen, beziehungsweise auch die Sportarten, die dann nicht an Loipen sich halten. Also ich denke da an Langlauf jenseits der Loipen und vor allem Schneeschuhwandern. Das sind also ganz kritische Punkte, generell auch das draußen rumwandern. Mit Hunden zum Beispiel, die nicht angeleint sind, sind hochproblematisch. Also alles, was sich jenseits festgefahrener Strukturen wie Wege und dergleichen abspielt, ist von übel. Was man empfiehlt, ist auch, da gibt es auch durchaus interessante Untersuchungen aus dem Nationalpark Kellerwald-Edersee aus den letzten Jahren. Solange man sich an die Wege hält, ist das für das Tier noch recht gut kalkulierbar. Sobald aber der Waldbesucher den Weg verlässt oder gar in diese Anstandsgebiete in Dickungen reingeht oder an die, wenn wo Wildfütterung existiert, in die der Fütterung kommt, dann ist es natürlich ganz besonders problematisch. Nun sind ja die natürlichen Winterhabitate für das Rotwild schwer bis gar nicht zugänglich. Was kann man neben sich eben an das Wegegebot halten noch für Rotwild im Winter tun und inwieweit ist das überhaupt sinnvoll? Gut, die nächste logische Konsequenz wäre dann zu sagen, wir richten einfach Ruheräume ein, wir richten also Ruhezonen ein. Das hat der Kanton Graubünden vorgemacht, in der sie ja relativ große Ruhezonen einrichtet, die von Oktober bis April eigentlich nicht betreten werden dürfen. Also in dieser Konsequenz muss man das auch sehen, also es macht keinen Sinn, eine Ruhezone einzurichten, wo dann aber doch eine Drückstöberjagd pro Jahr gemacht wird. Wo man eine macht, kann man vielleicht auch zwei machen und dann weicht man das Konzept natürlich sofort auf. Oder wo man vielleicht auf Schwarzwild dann jagen will. Also wenn man Ruhezone sagt, muss man auch Ruhezone meinen. Das heißt also definitiv keine Jagd dort drin und idealerweise auch keinerlei Freizeitnutzung dort drin. Ist in Deutschland bei unserer Waldgesetzgebung sehr schwierig durchzusetzen. Und selbst wenn es durchsetzbar ist, ist das in der Fläche ganz schwer zu kontrollieren. Also die Möglichkeit, das einzudämmen, ist eben immer noch ein Problem.
Problem. Aber vom Prinzip her wäre das ein wichtiger Ansatz und es wäre auch wichtig, es mal zu machen. Eine zweite Möglichkeit wäre natürlich auch, dass man sagt, wir haben Erhitzungsflächen dort, die natürlich genau wie Ruhezonen behandelt werden müssen, also Wildwiesen. Wenn keine allzu hohen Schneelagen sind, können die im Grunde auch noch genutzt werden, wenn dort das Tier dann nicht gestört ist und dort im Grunde tagsüber auch Nahrung aufnehmen kann. Was gibt es da zum Thema Gatter zu sagen, beziehungsweise Winterfütterung? Winterfütterung ist praktisch dann so die nächste Stufe der Unterstützung. Das heißt also, wenn wir Tiere so beeinflussen, dass sie ihren natürlichen Bedürfnissen nicht mehr folgen können, sind wir verpflichtet, das möglichst auch wieder irgendwo auszugleichen. So sehe ich zumindest unsere Rolle als Menschen im Artenschutz und im Wildtiermanagement. Wenn es also nicht mehr, wenn wir nicht in der Lage sind, Ruhezonen oder Erhitzungsflächen zu schaffen, dann müssen wir im Grunde auch Winterfütterung betreiben. Winterfütterung heißt jetzt nicht, Tiere zu mästen, wie das gerne immer dargestellt wird, sondern heißt im Grunde mit einem Erhaltungsfutter, das für jede Art natürlich anders aussieht, dafür zu sorgen, dass im Grunde genau dieses Energiedefizit, was die Tiere im Winter unter Umständen aufbauen, was sie unter natürlichen Bedingungen nicht aufbauen würden, genau dieses Delta wird ausgeglichen dadurch. Das kann man dezentral betreiben in kleineren Futtereinheiten. Dafür spricht vieles, zum Beispiel, dass wir keine großen Klumpungen von Tieren haben, dass man dort also keine Krankheitsproblematik hat, dass man kleinere Fütterungen auch, ich sag mal, an Stellen aufstellen kann, wo forstlich im Umfeld keine Bestände, keine Verjüngungsflächen sind, die dann sehr verbissanfällig wären beispielsweise. Man kann aber auch größere Fütterungen betreiben, machen heute viele gerne aus Rationalisierungsgründen, ist aber wieder eine suboptimale Lösung eigentlich. Also mehrere dezentrale kleinere wäre auf jeden Fall besser. So eine ganz große Rationalisierung bieten die sogenannten Wintergatter, die einige Bundesländer auch regulär einrichten, auch Großschutzgebiete machen das. Diese Wintergatter haben ja Vor- und Nachteile. Im Moment ist gerade aus Tirol wieder von großen Problemen die Rede. Dort wurden eben Tiere im Wintergatter auch reduziert, das heißt, die wurden dort erlegt, erschossen, muss man sagen, erlegt ist eigentlich der richtige Ausdruck, und sind dabei natürlich massiv unter Stress geraten und es gab dann massive Verletzungen. Da finden wir gerade in der Presse und in einigen Foren entsprechende kritische Stimmen dazu. Das ist im Grunde schon das Hauptproblem natürlich unter Wintergatter. Wir konzentrieren die Tiere dort. Wenn ich sie dort zum Überwintern konzentriere, ist es immer problematisch, sie dort auch zu erlegen, sie dort auch zu töten drin, weil es natürlich irgendwo auch eine Art Vertrauensbruch der Tiere, der Menschen gegenüber ist. Auf der einen Seite versuche ich, das Vertrauen aufzubauen, dass sie sich den Menschen nähern und dort im Grunde den Winter verbringen. Und wenn ich dann anfange, die Tiere dort zu töten, dann ist das im Grunde aus Sicht der Tiere eine Katastrophe eigentlich auch. Dennoch muss man natürlich überlegen, auch immer, kann es trotzdem die Erlegung im Wintergatter eine Lösung sein, wenn ich stattdessen große Stockstöberjachten machen muss, die ich oft gar nicht beherrsche technisch und die dann wieder zu anderen Problemen führen. Also man muss immer schauen, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile, wo sind die Risiken. Das Überwintern im Wintergatter als solches ist sicherlich nicht unbedingt zu kritisieren, das kann man tun. Problematisch wird es eben dann, wenn wir A, unter Umständen Krankheiten wie TBC oder ähnliches haben, die sich bei solchen Klumpungen natürlich auch schneller verbreiten, und kritisch kann es auch dann werden, wenn Prädatoren wie der Wolf auftreten, die dann natürlich im Wintergatter einen gedeckten Tisch vorfinden. Und das geht wahrscheinlich dann gar nicht, also Wintergatter und Wolf wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Werden die Tiere im Wintergatter auch in irgendeiner Form domestiziert, verlieren quasi mehr und mehr die Scheu? Also da müssen wir unterscheiden in den Fachbegriffen, das ist ganz wichtig. Domestizieren, Domestikation ist was anderes. Domestikation heißt Haustierwerdung, das ist also im Grunde ein Begriff der Züchtung von Tieren. Heißt, ich nehme über viele Generationen auf das Paarungssystem der Tiere Einfluss, ich kreuze bestimmte Tiere mit anderen. Das bedeutet Domestikation und das bedeutet auch nicht gleich Domestikation, sondern wir brauchen da 1000 Jahre oder 500 Jahre oder einen langen Zeitraum auf jeden Fall, bis ein Tier domestiziert ist. Domestikation passiert da also nicht. Auch mal ein anderes Beispiel zu nennen, das Rehen in Skandinavien ist im Grunde nicht domestiziert. Die Hauskatze, die normale Dorfhauskatze ist auch nicht domestiziert. Was passiert ist, die Tiere werden zahm, futterzahm. Und Futterzahmheit ist etwas, was Tiere sehr schnell lernen können. Klammer auf, wenn das Vertrauen in diesen Gattern herrscht, was sie auch sehr schnell ablegen können. Sobald sie in die freie Wildbahn im Frühjahr
entlassen werden, sind sie sofort wieder scheu. Denn wenn sie dann nicht scheu wären, würde der Förster kein Problem haben bei der Bejagung hinterher. Das heißt also, hier haben wir genau diesen Effekt der Zahmheit, der passiert, der ist auch richtig und wichtig im Wintergatter. Und es ist auch richtig und wichtig, dass die hinterher diese Scheu sofort wieder aufnehmen, denn sie sind ja Wildtiere. Herr Professor Herzog, wie wurde denn ein geeignetes Bejagungskonzept, welches angepasst ist auf das natürliche Raumzeitverhalten von Rotwild, Ihrer Meinung nach aussehen? Dazu vielleicht erstmal ein paar Sätze zum Raumzeitverhalten von Rotwild. Rotwild ist eine Tierart, die zunächst mal sozial lebt. Das ist, glaube ich, jedem bekannt. Es lebt also in Gruppen. Diese Gruppen sind in vielen Zeiten des Jahres nach Geschlechtern auch weitgehend nicht hundertprozentig getrennt. Das Haupt- oder das Kernthema beim Rotwild ist eigentlich die Mutterfamilie, sogenannte Kahlwildrudel. Das kennen die meisten, die sich mit Rotwild beschäftigen. Das ist praktisch ein Alttier, das auch das führende Alttier, das Leittier ist, dessen Kalb typischerweise und dessen Kalb aus dem Jahr davor, also das sogenannte Schmaltier. Und diese Dreiereinheit, in der Wissenschaft spricht man von einem sogenannten Gynopädium, also Mutter-Kind-Gruppe, die kommt dann eben nicht nur einmal in so einem Rudel vor, sondern es kommen dann auch weitere Alttiere mit ihren Kälbern und den zugehörigen Schmaltieren vor. Oft läuft dann noch ein Spießer oder auch ein zweijähriger Hirsch aus den vergangenen Jahren mit. Die Spießer sondern sich aber eigentlich eher schon davon ab. Diese Gruppen sind eigentlich die entscheidenden Gruppen. Die Hirsche haben ein anderes Raumzeitverhalten, die sind oft alleine oder in kleineren Gruppen gleichaltriger oder zum Beispiel in der Faiszeit in sogenannten Faisthirschrudeln und in der Brunft ist das Ganze dann nochmal wieder neu gemischt. Bleiben wir vielleicht erstmal beim Kahlwildrudel, weil das sicherlich auch für die Bejagung und auch für die Situation von großen Pflanzenfressern im Wald sicherlich das Wichtigste ist. Diese Mutterfamilien haben ein sogenanntes Streifgebiet, sie haben also keine Territorien. Rehe haben Territorien, die werden also verteidigt. Rotwild hat Streifgebiete, das heißt, die können sich also zwischen verschiedenen Mutterfamilien auch überlappen. Das heißt, so eine Mutterfamilie bleibt zwar unter sich, nutzt aber den gleichen Lebensraum wie andere, schließt sich mit anderen auch mal zusammen. Dann gibt es die sogenannten Großrudel, trennt sich dann aber wieder, und zwar individuell scharf. Das heißt also, es ist nicht so wie beim Schwarzwild, dass da mal der ein oder andere im anderen Rudel verbleibt, sondern die trennen sich dann auch wieder ganz sauber, wie sie zusammengehört haben. Und bleiben in ihrem Streifgebiet. Und das Interessante, was wir auch seit neuerer Zeit erst wissen, ist, dass diese Streifgebiete a. sehr konstant sind und b. gar nicht so groß sind, wie man früher immer glaubte. Oh, wie groß ist denn so ungefähr so ein Streifgebiet? Wir gehen müssen wieder trennen zwischen Hirschen und Kahlwild. Beim Kahlwild ist so ein Streifgebiet, ja, man kann sagen, zwischen 30 und 500 Hektar. Das ist so der Rahmen. Wobei man nochmal trennen muss, was ist sozusagen das Kernstreifgebiet, wo halten sich die Tiere, sagen wir mal, die Hälfte ihrer Lebenszeit auf. Das sind dann wirklich sehr kleine Flächen, die dann wirklich zum Teil über zweistellige Hektargrößen oder niedrig dreistellige Hektargrößen umfassen. Ich sag mal, 100 Hektar ist ein Quadratkilometer, da kann man praktisch drüber gucken noch. Das sind so die Größenordnungen, wo sich da auch sehr viel dran abspielt. Also eine sehr überschaubare Fläche. Und die bleibt auch, und das wissen wir auch erst seit wenigen Jahren, die bleibt auch über die Jahre sehr konstant. Das heißt also, wenn ein Kahlwildrudel im Jahr 1 diese Fläche nutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, weit über 90%, dass sie auch im Jahr 2 und im Jahr 3 auf dieser Fläche lebt. Wird das von Muttertier zum Kalb weitergegeben, diese Information? Genau das passiert. Rotwild ist eine unheimlich lernfähige Art, muss man sagen, unter den Paarhuferarten, eine der lernfähigsten neben dem Schwarzwild. Und die Tradition von der Mutter zu den Nachkommen ist eine ganz große. Also die Kälber und später die Schmaltiere lernen vom Muttertier, lernen auch die Feindvermeidung und lernen eben vor allen Dingen, in welchem Streifgebiet es sich gut leben lässt. Und das ist eben genau der entscheidende Punkt. Wenn einmal so eine Tradition sich etabliert hat, dann kann die im Grunde über viele Generationen sogar unverändert bleiben. Das heißt, die Tiere sind extrem flächentreu, muss man sagen. Wie würde das natürliche Verhalten, Zugverhalten der Tiere über den Tag aussehen? Wären sie eher tagsüber beispielsweise im Wald und würden dann nachts auf die Wiesen ziehen oder andersrum? Was wäre eigentlich der natürliche, ungestörte Zustand?
Also der ungestörte Zustand ist beim Wiederkäuer so, dass sie erstens mehrere Zyklen am Tag haben, wo sie also äsen, dann ziehen sie sich in die Deckung zurück, dann wiederkäuen sie, dann dösen sie eine Weile, dann machen sie ein Schläfchen und dann gehen sie wieder zur Äsung. Und das würde im Grunde in gleichen Abständen in der Natur ablaufen. Das heißt, es wäre also kein großer oder kein deutlicher Tag-Nacht-Rhythmus, sondern sie wären tagsüber auf offenen Flächen zum Äsen, würden sich dann in die Deckung zum Ruhen und Wiederkäuen zurückziehen und würden auch des Nachts dann wieder auf offenen Flächen austreten, sodass man also eigentlich eine ziemlich gleichmäßige Nutzung dieses Lebensraums hätte und auch eine mehrphasische Aktivität, also sowohl tags wie nachts, Aktivitäts- und Ruherhythmen finden würde. Das wäre sozusagen die natürliche Situation, die wir bei uns in Mitteleuropa definitiv nicht wiederfinden, weil dort der Mensch als Störfaktor auftritt und die Tiere durch die Störungen am Tag, sei es Bejagung, sei es auch andere Störungen, sehr stark nachtlastig geworden sind. Das heißt also, diese Zyklen klumpen sich praktisch in der Nacht und in der im Tag ist das Tier eher im Ruhemodus. Oder was für den Wald noch problematischer ist, es ist nicht im Ruhemodus, sondern es versucht, diesen Zyklus beizubehalten. Es äst auch am Tag, aber eben in der Deckung. Und das würde natürlich auch heißen, es schält zum Beispiel auch im Wald. Welche Bejagungsstrategien würden Sie im Hinblick auf dieses Wissen empfehlen oder anraten? Das hängt natürlich von den Zielen ab, die wir bei der Bejagungsstrategie haben. Können wir mal ein Beispiel nehmen. Wir sind ja hier in einem forstlichen Umfeld. Wenn ich jetzt als Waldbesitzer sage, ich muss im Grunde eine Bejagungsstrategie fahren, die Waldverjüngung gut ermöglicht und Schäden am Wald möglichst reduziert, dann würde man im Grunde eine Strategie auf dieses Verhalten anpassen wollen. Und man würde sagen, ja gut, wenn jetzt so ein Kahlwildverband in einem Bereich sehr flächentreu ist, dann muss ich mich fragen, ist dort forstlich gesehen ein hohes Risiko für Schäden? Habe ich dort zum Beispiel eine Verjüngungsfläche? Und wenn diese Tiere jetzt in einer Verjüngungsfläche eben leben, zu 80% ihrer Lebenszeit, dann ist in der Tat eine Bejagung genau dieses Rudels entscheidend. Und nicht des Rudels nebenan und nicht irgendwelcher Tiere. Und da kommen wir im Moment so ein bisschen in die Probleme rein. Klassisch jagt man eigentlich nach dem Gießkannenprinzip. Man setzt sich irgendwo an, wo man leicht die Tiere erbeuten kann, also oft sogar an Äsungsflächen, da können wir gleich noch drauf zurückkommen. Oder man macht eine Druckstöberjagd seit neuerem zunehmend, wo ich praktisch Tiere, wie sie gerade zufällig kommen, eben erlege und wo im Grunde die Zahl das Entscheidende ist. Das ist eigentlich grundfalsch nach den Erkenntnissen zum Rotwildverhalten, denn im Grunde muss ich, wenn ich forstliche Interessen habe, die Tiere erlegen, die forstlich Schaden anrichten und die Tiere am Leben lassen und fördern, die forstlich keinen Schaden anrichten. Das heißt, ich brauche also sehr kleinflächige Bejagungsstrategien. Alles, wo das Begriff revierübergreifend drinsteht, ist da eigentlich von übel, weil ich kann das natürlich alles revierübergreifend organisieren, das ist schon richtig, aber es ist schlecht, wenn ich einzelne Jagden über viele hundert bis viele tausend Hektar veranstalte, weil dann natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Tier erlegt wird, ein Stück erlegt wird, groß ist und nicht gerade das, was den Schaden macht. Das heißt, ich müsste dort ein sogenanntes Schwerpunktbejagungssystem etablieren, wo man sagt, ich jage zum Beispiel in einer Verjüngungsfläche. Ich habe Naturverjüngung eingeleitet, ich habe gepflanzt als Förster und in diesen Flächen wird jetzt auch schwerpunktmäßig gejagt. Dafür werden andere Flächen ausgespart oder weniger intensiv bejagt. Das würde auch automatisch dann zu Ruhezonen und zu Äsungsflächen führen oder es würde zumindest zu Zonen mit geringerer Bejagungsintensität führen. Das wäre eigentlich ein dem Rotwild extrem angepasstes Konzept, wird aber bislang noch sehr wenig praktiziert. Ich kenne ein paar Privatforstbetriebe, die das sehr schön machen. Die großen Staatsbetriebe denken gerade sehr intensiv darüber nach. Wenn man die Praxis anschaut, sieht es dort aber noch sehr stark anders aus. Wie viel Äsungsfläche bräuchte denn bräuchte Rotwild so ungefähr? Das gibt im Grunde empirische Zahlen, man sagt salopp, dass man sagt, also in einem Forstbetrieb sollten mindestens 5% der Fläche Offenflächen, also Äsungsflächen sein, in Klammern, die nicht bejagt werden, Ausrufezeichen, Klammer zu. Das ist eben noch die Krux. Man würde auch sagen, 5% Ruhezonen sollte man zusätzlich haben. Also dass man im Grunde sagt, 10% der Fläche
sollte irgendwo den Wildtieren gewidmet sein. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick viel. Auf der anderen Seite sehen wir ja gerade, wie nur großflächig wirklich Baumarten wie die Fichte uns verloren gehen, wie man große Mühe hat, Flächen wieder in die Verjüngung zu bekommen. Und spätestens hier sollte eigentlich die Chance bestehen, auch in das Thema Schutz der Verjüngung zu investieren, indem ich sage, ich versuche nicht alles um jeden Preis in die Verjüngung zu kriegen, sondern ich würde den Wildtieren auch Flächen durchaus zur Verfügung stellen. Ökonomisch gesehen ist sowieso diese 10%, die ich für das Wild habe, zahlen sich sicherlich mehr als aus, wenn ich sehe, dass dann hinterher die Schäden langfristig minimiert werden. Und wenn wir forstlich denken, denken wir eben nicht auf 5 Jahre oder auf 10 Jahre, sondern wir denken auf 100 oder 150 oder 200 Jahre. Und wenn ich das mal berechne, dann wird sehr schnell klar, dass solche Investitionen eben auch in die Wildtiere sich rechnen. Stört es dann in irgendeiner Art, wenn Waldbesucher an diesen Esungsflächen vorbeilaufen oder Pilzesammler? Also Waldbesucher könnte man theoretisch lenken. Das ist ein bisschen ein diffiziles Thema, weil Pilzesammler ist schon ein Problem, definitiv. Solange, und das ist bei uns im Kulturraum ganz schwer möglich, solange die Tiere eben nicht lernen, dass Menschen auch harmlos sein können zu bestimmten Zeiten. Es gibt Beispiele, wo das gelungen ist, wo man tatsächlich durch wirklich konsequentes Nichtbejagen von Flächen den Tieren klar macht, der Mensch als solches ist harmlos. Wildtierstiftung in Mecklenburg hat das zum Beispiel zeigen können. Es gibt auch andere Beispiele, wo das gezeigt werden konnte, was aber eben sehr viel intensiver Bemühungen im Vorfeld und auch lange Zeit braucht, weil natürlich die Tiere erst wieder neue Traditionen entwickeln müssen. Im normalen Freizeitnutzungsverkehr des Waldes wird das schwer möglich sein. Da wird man im Grunde einen anderen Weg gehen müssen und sagen, okay, ich versuche die Menschen an Wege zu binden, versuche also zumindest in diesem Bereich ein Wegegebot auszusprechen und hoffend, dass es eingehalten wird. Das gibt meistens das Waldgesetz auch ganz gut her. Das Pilzsuchen ist jenseits davon immer ein Problem, muss man ganz klar sagen. Und das müsste man auch mit solchen Regelungen letztendlich versuchen einzudämmen. Ich bin wirklich kein Freund von Überregulation, aber ich meine, gerade im Bereich von Erdungsflächen und Ruhezonen müsste sowas durchsetzbar sein. Wir haben jetzt größtenteils über Kahlwildrudel gesprochen. Gibt es da Unterschiede zu den männlichen Tieren? Hirsche sind eben deutlich potenzialorientierter, sagt man. Also die nutzen einfach größere Flächen. Hirsche sind auch diejenigen, die als Erste oft abwandern aus einem Gebiet, haben aber aus Sicht des Försters den großen Vorteil, dass sie eben nicht in großer Zahl geklumpt das ganze Jahr über diesen kleinen Streifgebiet nutzen. Das heißt also, die kommen und gehen. Es gibt natürlich auch die berühmten Falsthirsch-Einstandsgebiete, die dann oft für Schäle extrem anfällig sind. Das sind Sonderfälle, die man, glaube ich, im Einzelfall draußen im Betrieb auch lösen muss. Also es sind sicherlich jetzt keine Patentrezepte, die man einfach abschreiben kann und überall einsetzen kann. Aber mit Hirschen ist es insgesamt einfacher, weil das Kahlwild hat im Grunde diese lange Verweildauer auf der Fläche, die praktisch immer wieder zu Fraßeinwirkungen führt und die dann die forstlichen Probleme machen. Deshalb würde ich, wenn ein Betrieb anfängt, über Bejagungsstrategien nachzudenken und aus dem klassischen Trott mal raus will, der im Moment fast überall verbreitet ist, würde ich anfangen und sagen, gut, ich erstmal die Kahlwildbejagung ins Auge fassen und dort ein System zu etablieren, welches intelligent ist und welches eben auch aus forstlicher Sicht zielführend ist. Gibt es auch Systeme, um den genetischen Austausch zwischen den einzelnen Populationen zu fördern? Welche Probleme entstehen in dieser Hinsicht und warum? Haben wir sehr große Probleme im Rotwild. Das war an anderer Stelle ja schon gesagt, dass wir im Grunde Wanderbewegungen durch verschiedene Mechanismen unterbinden. Das ist einmal die Zerschneidung durch Straßen, die beim Rothirsch aber zumindest fast eher überbewertet wird. Schlimmer ist hier wirklich dieses Abschussgebot, diese rotwildfreien Räume, die auf großen Flächen einfach kein Rotwild tolerieren. Und es wird immer Jäger geben oder auch Förster geben, die letztendlich das Wild dann dort erlegen. Man könnte ja auf eine freiwillige Verpflichtung hoffen oder auf Einsicht hoffen, aber das geht in vielen Fällen sicherlich gut, aber in einigen wenigen eben nicht. Und das sind genau natürlich dann diese Reviere, wo das Wild dann zur Strecke kommt. Formal gesehen kann man den Menschen auch keinen Vorwurf machen, sie dürfen dort das Rotwild ja erlegen. Aber biologisch gesehen ist das natürlich dann hochproblematisch, weil da eigentlich die Wanderbewegungen überhaupt unterbunden werden.
Es würde also bedeuten, wir müssten eigentlich das System, was wir in vielen Ländern haben, vom Kopf auf die Füße stellen und sagen, in den Rotwildgebieten habe ich eine Abschussplanung und darf Wild erlegen. Außerhalb der Rotwildgebiete muss ich im Grunde jedes einzelne Stück, was ich erlegen will, beantragen und muss einen guten Grund dafür haben. Das wäre ein System, was sehr einfach umzusetzen wäre, was auch funktionieren würde, was im Moment von verschiedenen Lobbygruppen definitiv abgelehnt wird. Und diese Lobbygruppen sind offenbar sehr einflussreich. Wie ist dieser genetische Zustand des, ich nenne es mal deutschen Rotwildes, zu bewerten? Und wie äußert sich überhaupt potenzielle genetische Verarmung? Also genetische Verarmung findet schleichend statt, kann man sagen. Das ist also immer etwas, was man gar nicht so richtig beobachten kann. Vielleicht ein Beispiel dazu. Ich selber habe meine Doktorarbeit vor vielen, vielen Jahrzehnten zum Thema Rotwild in der Fläche und genetische Struktur geschrieben und habe festgestellt, es gab zwischen einzelnen Rotwildgebieten gewisse Unterschiede, die aber nicht signifikant waren. Und man hat damals gesagt, es ist offenbar noch keine ganz dramatische Situation eingetreten. Wir müssen aufpassen, das war 1987 etwa. Mittlerweile wissen wir, dass es durchaus deutlichere Differenzierungen, so spricht man in der Genetik davon, also Unterschiede in genetischen Varianten zwischen diesen Gebieten kommt. Und diese Unterschiede sind eben nicht durch verschiedene Anpassungsprozesse bedingt, das wäre natürlich und normal, sondern sind durch menschliche Effekte bedingt, das heißt, die Populationen werden reduziert, sind voneinander getrennt und einzelne Genotypen oder Allele, also genetische Besonderheiten, gehen verloren. Und dieser Verlust ist zunächst mal auch gar nicht auffällig. Also man denkt sich, gut, was soll's denn, sie leben da trotzdem noch. Wenn man das aber dann über viele Jahre laufen lässt, dann hat man zum einen die Situation, dass bestimmte Krankheiten, es wird im Moment sehr stark von Unterkieferverkürzungen berichtet, vermehrt auftreten und die haben durchaus einen genetischen Hintergrund. Zum anderen muss man eben sehen, dass die Gesamtanpassungsfähigkeit auch leidet. Das heißt, Extreme, die man vielleicht noch mit einem breiteren genetischen Spektrum in der Natur überlebt hätte, könnten in Zukunft für das Wild ein Problem sein. Unser Problem in der Kulturlandschaft ist, wir haben eben sehr starke menschliche Einflüsse. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt und wir wissen eben auch nicht, in welche Richtung diese Extreme auftreten werden. Denkt man das Thema Klimawandel, da könnte beispielsweise das vermehrte Auftreten im Gebirge von hohen Schneelagen ein großes Problem werden für die Anpassung und Anpassungsfähigkeit. Wir haben möglicherweise mehr Niederschläge als früher in bestimmten Ecken, nicht überall, aber an bestimmten Punkten. Und dort, das haben wir im letzten Winter ja auch sehen können oder im vorletzten Winter, dort können dann eben auch Extremlagen mal auftreten. Und das beansprucht natürlich die Anpassungsfähigkeit von Wildtierpopulationen ganz im Allgemeinen, nicht nur Rotwild sehr stark. Und hier müssen wir als Menschen auch wieder Vorsorge treffen. Wir sind die Verursacher zumindest zu einem Teil dieser Probleme. Und wenn wir Probleme verursachen, dann müssen wir im Grunde auch alles Menschenmögliche tun, um sie, um diese Probleme wieder zu vermeiden oder Schäden zu reparieren, auch wenn das eben nicht immer geht. In dem Sinne, vielen Dank, Herr Professor Herzog, für die Informationen. Gerne. Lassen Sie den Professor bitte raus. Herr Herzog, gleich dicke. Okay.